Tja, wie soll man bei solch einem Thema beginnen? Diese Frage stellte ich mir, als wir als IG Modellbahn Schkeuditz e.V. 2013 zum ersten Mal die Spur-1-Anlage der Gruppe Großbahn des Modellbahnvereins Friedrich List e.V. aus dem benachbarten Leipzig zu Gast hatten und es sich die Gelegenheit ergab, diese Anlage in Verbindung mit den Modellen zu filmen, die zum Teil schon mehr als 60 Jahre alt sind und von einem einfachen Gewerbelehrer aus Potsdam geschaffen wurden. Aber alles der Reihe nach. Bereits in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts begann Fritz Rust systematisch mit einfachsten Mitteln wie Konservenblech oder Messing Eisenbahnmodelle zu bauen, die einerseits auf einer transportablen Anlage präsentiert bzw. andererseits an interessierte Kreise oder Museen verkauft wurden. Er schuf so in Zusammenarbeit mit einheimischen Handwerkern dort in Potsdam, zum Beispiel mit isolierten Fahrzeugachsen, das erste funktionstüchtige, vorbildgerechte Zweileiterschienensystem zu einer Zeit, als der damalige Marktführer Märklin noch aus Tiefziehblechen Spielbahnen mit Strommittelschiene herstellte, die mit einer Modellbahn der Nenngröße 1 bestenfalls den Maßstab 1 zu 32 gemein hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand 1954 die transportable Anlage mit Unterstützung verschiedener Institutionen wie der Kammer der Technik, des RAW Potsdams, der DEFA oder auch der Stadt Potsdam und anderer im 1906 erbauten kaiserlichen Marstall eine feste Bleibe. Im Laufe der folgenden Jahre wuchs die Anlage auf etwa 500 Quadratmeter mit circa 300 Meter Gleisen, worauf etwa 31 Lokomotiven, 6 Triebwagen und 78 Waggons als Modelleisenbahn-Lehranlage Neuer Garten einer interessierten Öffentlichkeit vorgeführt werden konnte. Ein funktionstüchtiges Gleisbildstellwerk, dessen Relaisanordnung Kleiderschrankgröße erreichte und die Stromversorgung mit einem Schweißtrafo, der allenfalls noch mit einem Gabelstapler bewegt werden konnte, beeindruckten nicht nur einheimische Modellbahnfreunde. Gäste aus 24 Ländern verewigten sich im Gästebuch. Zahlreiche Veröffentlichungen und Filme machten die Anlage bekannt. Ende der 60er Jahre wurde mit dem Einbau eines Planetariums im Neuen Garten allerdings der Niedergang der Anlage eingeläutet, die daraufhin teilweise demontiert werden musste. Zum anderen verschlug es die am Bau beteiligten Modellbahner, die inzwischen Mitglieder des Deutschen Modellbahnerverbandes DMV geworden waren, durch Lehre oder Beruf an Orte fernab des Neuen Gartens, sodass eine Weiterführung der Anlage ernsthaft in Frage gestellt war. Das fortgeschrittene Alter des Meisters tat ein Übriges. 1975 verstarb Fritz Rust, ohne die Weiterführung seines Lebenswerkes regeln zu können. Seitens der Stadt Potsdam war eine Weiterführung auch nicht mehr gewollt. Es bestand zeitweise sogar der Plan, die Anlage ins westliche Ausland abzugeben, was unter den damaligen politischen Verhältnissen hinsichtlich des Eisernen Vorhangs bedeutet hätte, dass für hiesige Modellbahner dieser kulturhistorisch wertvolle Schatz unerreichbar gewesen wäre. Etwa in dem Zeitraum kaufte ich meine erste Modellbahnzeitschrift und las von dieser Anlage. Tja, und mein Interesse war geweckt. Mitte der 70er Jahre schien die Situation ausweglos. Erst nach Gesprächen des DMV und des Verkehrsmuseums Dresden mit der Stadt Leipzig deutete sich mit der AG Friedrich List eine Lösung an, zumindest das rollende Material, die Gleise sowie die Hochbauten in fachkundige Hände zu geben und es wieder auf Ausstellungen vorführen zu können. Stellte die Stadt Leipzig dafür Räume in der Gohliser Mühle zur Verfügung.
Die erste Aufgabe der Leipziger Modellbahner bestand in der Restaurierung der zum Teil damals schon 60 Jahre alten Fahrzeuge, die schon tausende Kilometer auf dem Buckel hatten. Motoren, die zum Teil aus Küchenmaschinen zweckentfremdet wurden, ein Motor stammte sogar aus dem Zünder einer Luftmine, und die Getriebe mussten erneuert und auf den Märklin-Standard gebracht werden. Heute geht man dazu ganz einfach zum Elektronikanbieter seiner Wahl oder in den Baumarkt, wenn ein Teil oder Werkzeug benötigt wird. Vor 40 Jahren war man davon allerdings noch weit entfernt. Märklin und andere Firmen aus der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz hatten inzwischen die Spur 1 als Industrieprodukt etabliert, was den Leipzigern allerdings bestenfalls als Orientierung dienen konnte. Denn in der damaligen DDR war diese Spurweite nicht verfügbar. Also mussten die Großbahner, die auch noch eine Spur S, LGB und Spur 0 Anlage betreuten, von Grund an 350 Meter stählerne Schienenprofile auf ca. 12.800 handgesägte Schwellen aufnageln und 32 Weichen zusammenbauen. Die Detaillierung ging damals teilweise schon bis hin zu aufgeklebten Ziegelsteinen auf Gebäuden oder Gehwegplatten auf den Modellbahnsteigen. So gelang es ihnen, zu ihren traditionellen Weihnachtsausstellungen im damaligen Messerhaus am Markt Fahrzeuge und Gebäude im Betrieb mit DDR-typischen Fahrzeugen, wie zum Beispiel der V180 oder dem VT18.16 zu zeigen, die sonst nirgendwo in dieser Größe zu sehen waren und auch heute noch nicht zu sehen sind. Nach der politischen Wende 1989 stand in den 90er Jahren auch Industriematerial zur Verfügung, was im kompletten Neubau einer transportablen Anlage gipfelte. Wobei die Leipziger von anderen Modellbahnfreunden und Clubs, zum Beispiel aus Hamburg bzw. der Firma Kesselbauer, bei der Rekonstruktion des Potsdamer Materials tatkräftig unterstützt wurden. Es zeigte sich aber die Genialität des Fritz Rust, dass sein Material problemlos mit aktuellen Fahrzeugen fahren kann. ...1996 war dann aber auch in der Plattnerstraße Schluss. Die Gruppe Großbahn musste dann wieder umziehen und im neuen Domizil in der Zichoriusstraße 5, wo sie sich dann den Platz mit den Winzigbahner teilten, wurde in den folgenden Jahren eine neue transportable Anlage gebaut, die aber nur zu Ausstellungen komplett aufgebaut und vorgeführt werden konnte und kann. Seitdem sind die Gruppenmitglieder auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, um die Module permanent aufstellen und das vor allem aus den wiederaufgearbeiteten historischen Stücken bestehende Material fahren zu können. Inzwischen hatte sich bei einem anderen Verein hier in der Region, der IG Modellbahn Schkeuditz e.V., eine Veranstaltungsreihe etabliert, die sich in erster Linie mit den großen Modellspuren jenseits von H0, TT oder N beschäftigte. Die Schkeuditzer hatten mit dem im Laufe der Jahre renovierten Straßenbahndepot auch eine passende Möglichkeit zur Präsentation großer Modulanlagen, sodass vor 2 Jahren der Versuch gestartet wurde, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
Da der Schkeuditzer Verein für seine Standardveranstaltungen eine gewisse Vorbereitungszeit benötigt, wurde der Gruppe Großbahn des benachbarten Vereins Friedrich List e.V. das Angebot unterbreitet, in dieser Zeit den Raum zum Aufbau aller Module zu nutzen, die Anlage mal gründlich durchzusehen und zu reparieren und dann an einem gemeinsamen Veranstaltungswochenende der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die bittere Erkenntnis, dass Modellbahnen zu Zeiten von PlayStation oder iPhone und der fehlenden Heranführung des Nachwuchses an einfachste handwerkliche Fertigkeiten wie Sägen, Feilen oder Bohren einen schweren Stand haben, aber der Wunsch nach Bewahrung dieses wichtigen Stückes Kultur- und Industriegeschichte besteht, lässt zumindest hier im Raum Leipzig die hiesigen Vereine und interessierte Modellbahner aus dem mitteldeutschen Raum eng zusammenarbeiten. So findet nun schon zum zweiten Mal im Depot diese Gemeinschaftsveranstaltung der Schkeuditzer und Leipziger Modellbahnfreunde statt, die inzwischen auch weit über die Stadtgrenzen hinaus ihr Echo findet. Matthias Wirth aus der Gruppe Großbahn sagt mal genau, um was es sich dreht. Wir haben alle Spur 1 Anlagenteile, die wir im Verein besitzen und die zum Teil seit einigen Jahren schon nicht mehr aufgebaut werden konnten, weil der Platz fehlte, aus unseren Lagern geholt, haben sie hier nach Schkeuditz gefahren und haben zusammen mit den Anlagenteilen von ein paar Freunden eine Anlage aufgebaut, die durch den gesamten Straßenbahnhof mit 66 mal 13 Metern geht, wo ich von einem Ende zum anderen fahren kann und wo wir Schnellzüge, Nebenbahnzüge und Güterzüge präsentieren werden. Alles in allem also eine Anlagenkomposition, die dank aktueller Technik die alte Handwerkskunst auch mit dem Smartphone fährt, worüber sich sicher auch ein Fritz Rust gefreut hätte. So, und was es da zu sehen gibt, lassen Sie sich überraschen.